So, damit willkommen zurück. Wir sind wieder in Trial Chamber. Das Problem müsste gelöst sein. Richtig. Es ist nicht länger eine Plattform und wir. Haben es direkt mit einem weiteren Schlänkchen zu tun. Na. So. Wollen wir noch mal schauen. Man hört auf jeden Fall eine Menge Viehzeug. Ach Gott. Und wir befinden uns jetzt hier im. Das war schlecht. Ach Gott. Ja. Das ist das Geräusch, das ich gehört habe. Wir haben es wieder mit einem wunderbaren Gespenstviechen zu tun. Ach, kein Problem. Unser Anti-Gespenster-Ding siehst. Oh oh. Wird das Ganze schon regeln. Okay, direkt eine Wunde eingefangen. Oh, Munition ist leer. Gift? Funktioniert sogar kritisch. Alles klar. Jetzt mal schauen. Da würde ich sagen, nehmen wir einfach. Ne? Oder. Was haben wir denn da? Chest Injury. Chest Wounds, genau. Zack. Genau, hier fehlt uns ja die Crystal Flower. Die haben wir das letzte Mal eingesetzt. Hier ist sie zu, die Tür. Gut, Schaden machen wir allerdings. Wieso ist der so langsam? Oder war das immer? Ich habe es nur nicht gemerkt. Ja, ich glaube, hier haben wir es auch wieder mit einer Geduldsprobe zu tun. Jetzt wollen wir doch mal sehen. Wir hatten, glaube ich, noch ein Antidote. Richtig. Wenn wir schon mal hier sind, dann nutzen wir das auch und geben ihm direkt ein Kraut. Und er bekommt das andere Kraut, denn die kann ich ja nicht, leider nicht zu Heiltränken verarbeiten. Ja, und wir haben ein weiteres gefunden. Jetzt würde ich sagen, bekommt ihr auch nochmal den Leadership Trait, dass die anderen was Feines haben. Ich weiß nicht, ob es wirklich zwei sein sollen, aber ich würde sagen, wir halt verdammt ihm hätte es geben müssen. Wurscht. Und damit haben wir die Meteorplotte gefunden. Ja, das ist die Frage. Gehen wir jetzt doch wieder auf die Meteor-Geschichte und Resist Fire müsst ihr. Ah ne, das müsst ihr leuchten, wenn wir es komplett haben. Vielleicht finden wir die Schüche noch. Bis dahin würde ich sagen, hält er das einfach mal. Behält er das einfach im Gepäck. Ja, mehr tragen können sie jetzt alle durch die zusätzliche Geschichte. Oh, ein Vollhelm hätten wir auch. Sicker Sword. Oh, ich höre es ja schon wieder. Die Mistviecher. Ach, das Ding ist leer, deswegen will das nicht. So, wo ist das Buch? Hier ist das Buch. Ein Traum. Und sogar noch ein Level-Up. Na, das nehmen wir doch gerne an. Weitere Athletik. Oder was könnten wir noch machen? Was ist denn hier auf Level 4? Grants Resist Shock plus 10. Ja, warum nicht? Endure Shock Trait. Also hier habe ich die Resistenzen so ein bisschen aufgebrochen. Das heißt, man hat zum einen die
Ja, die plus 10 und danach glaube ich nochmal eine plus 20, wo es normalerweise erst auf der letzten Stufe direkt die 50 gab. Das ist also ein bisschen, ja, aufgebrochen eben, wie gesagt. Der leidet so ein ganz kleines bisschen an Gift. Wo ich mich wirklich frage, warum es hier kein Acid gibt. Das müsste doch eigentlich drin sein. Naja, wir speichern einfach mal. Oh, da höre ich das nächste Mistvieh. Haben wir noch? Einmal drei Schuss hätten wir noch. Was ist das? Ach, Medusa. Ja, da waren wir schon mal unten. In dem Bereich. Vergiftet ist sie. Verdammt. Nicht treffen lassen. Hervorragend. So. Ja, ich spekuliere immer noch auf den. Jo. Jetzt will ich doch mal gucken, ob man da irgendwie. Ob da irgendwas versteckt ist. Da wollen wir nicht reinspringen. Hat der Herbal Treatment? Ja, hat er. Das heißt, der müsste sich regenerieren. Ja, bei 440 Trefferpunkten fällt es dann nicht mehr so ins Gewicht. Ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtig und speichere das ganze Stück. Für Stück. Wobei wir wahrscheinlich da unten rein müssen. Nehme ich mal ganz stark an. Jetzt ist hier auf jeden Fall alles so ein bisschen geöffnet und wieder mit dem vorherigen verbunden. Auch hier wieder eine Falle, wobei ich nicht weiß, ob man nicht was reinschmeißen kann. Ach stimmt, da gab es hier. Ja, man muss. Schalter aktivieren. Und ich markiere mir die einfach mal. Den haben wir gedrückt. Aber ein Mistvieh. Nicht den Level abgeben. Und da hört man schon wieder das Vieh. So, drei Schuss. Wer kann sich dann noch erwehren mit einem Akolytenstab zum Beispiel? Kann er das? Ja oder nein? Ach, verdammt. Ein Traum. Aber bevor das nochmal so ein Vieh kommt und wir sind unvorbereitet, würde ich sagen, wir laden es wieder zu voller Stärke auf. Crystal Shard und Recharging haben wir noch 7 Stück. Finde ich gut. Wir haben alle Essenzen, die müssen wir jetzt wahrscheinlich auch gleich einsetzen. Und natürlich auch dann. Naja. Natürlich wieder Krankheiten eingefangen. Wir kümmern uns um unsere Wündchen. Er selber nimmt auch noch ein Stück oder Schluck. Ich glaube, die. Wo ich mein Glück kenne, wird jetzt gleich wieder der Hunger. Nee, nicht der Hunger, sondern Gift. Natürlich. Warum auch nicht? Ja, das ist irgendwie nervig. Obwohl. Aber welche zwei. Nein, ich kann es nicht zusammenmischen, denn dazu müsste ich zwei Dinge benutzen, die ich nicht benutzen kann. Allerdings könnte ich mal Folgendes machen. Und zwar kann ich mir Tränke herstellen. Ja, das ist ein bisschen dumm, aber ist wurscht. Ja, das muss im Gepäck sein, logisch. Einmal Heiltrank. Energietrank viel eher. Zweimal Energietrank. Dann wieder Retour das Ganze. Da kann man Feuer benutzen.
Und wir heilen uns einfach mal so hoch. Geht das? Ja, die 9 Punkte warten wir schon ab. Dann heilen wir uns und haben direkt den Energietrank, den Greater Energy Trank in der Lab. Hier müssen wir auf jeden Fall rein. Und hier müssen wir irgendwas hineinlegen, glaube ich. Nur was? Ach, da ist was aufgegangen. Aber scheint nichts weiter zu sein. Gut, dann halten wir uns geschwind hoch. Und den Heilkristall hier müssen wir auf jeden Fall auch noch... Ach, benutzen wir es einfach zweimal, ist ja wurscht. Warum auch nicht? So. Sollen wir wieder... Vielleicht mal mit härteren Bandagen kämpfen. Dark Quarrel, warum nicht? Der ist immer noch ein bisschen vergiftet, aber das passt schon. So, jetzt müssen wir was machen? Nach Osten. Also hier hatte ich einen... also einen haben wir schon gefunden und gedrückt. Nicht so clever. Oh, verdammt. Okay. Feels weak, verdammt. Keine einmalige Sache, aber... Oh, oh. Schön. Gut, dass ich die Folge gemacht habe. Gerade für solche Situationen ideal. Und damit direkt die nächste Feuerbombe. Finde ich spitze. So. Ja, da könnten wir wieder hochklettern. Wir wollen aber erstmal schauen, was hier unten sonst noch rumlungert. Ach ja. Angenehm. Einfach weggeschneibert. Das eine habe ich hier gedrückt. Gibt es hier irgendwo noch einen weiteren? Hier war nichts dergleichen. Halt! Okay. Rechts hört man was. Ist wahrscheinlich... wahrscheinlich die Schlange. Verdammt! Oh oh! Ja, da sollen wir es vielleicht nicht wieder in die Gänge zurück. Ach, verdammt, das sind mehrere. Nicht gut, aber hier haben wir ja zumindest ein bisschen Platz zum Manövrieren. Müssen wir wirklich nur hoffen, dass der da hinten nicht auch noch kommt. So. Denn mit denen wollen wir uns ehrlich gesagt nicht mehr anlegen. Ja, 35. Kann sich sehen lassen, der Schaden. Doch unsere Treffer sind nicht von schlechten Eltern. Nein, ganz und gar nicht. Gut. Wenn der eh schon vergiftet ist, können wir ihm auch das giftige Futter in die Hand drücken. Jetzt muss ich nur überlegen. Wir müssen in den Osten wieder zurück. Hier drüben gab es nämlich noch eine Kleinigkeit zu tun. Feuerball wird flissentlich ignoriert. So, das heißt, hier haben wir auch was gedrückt oder aktiviert. Ja, ja. Bin ich gar nicht mehr so sicher. Hier... Ach ja, hier oben gab es auch noch was. Und auch hier. Moment.
Aha. Irgendwas hat sich gerade geöffnet. Schwerer Feuerball, den lassen wir mal... Ah, ein Traum. Und direkt dahinter ein Albtraum. Dem sollte ich vielleicht mal eine Munition in die Hand drücken. Wie dieses. Herrlich. Wir speichern. Irgendwo ist so eine Tür auf... Ah, das hier ist aufgegangen, okay. Das heißt, vielleicht ist das auch einer gewesen. Guter alter Feuerball kann uns nicht mehr schrecken. So, jetzt in den Bereich hier oben im Nordosten noch. Ja, verdammt. So, bitte mal folgen. Verdammt. Ach, sind beide weg. Wundervoll. Den Bereich schauen wir uns also auch noch an. Und das Problem momentan ist, dass da habe ich auch schon einem anderen zugeschaut, der das so ein bisschen belächelt hat, die Petrification-Geschichte mit dem Hauptspiel. Hat man eben genügend Heilkristalle. Gut, hätte ich jetzt hier auch in der Umgebung, aber oben war es eben ein tatsächliches Problem, denn man kann sich davon so nicht heilen. Allerdings, hier ist jede Menge totes Zeug. Jetzt frage ich mich gerade, ob es das... Was kann ich noch... Wir müssen irgendwie die Tür aufkriegen. Was müssen wir dort hineinlegen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall ist es abhängig von der Willenskraft. Das heißt, je mehr Willenskraft, sprich, wenn ich mit 4 Zaubern rumlaufe, ist die Chance gleich null, dass ich von denen großartig getroffen werde. Allerdings, wenn ich mit nicht ganz so willensstarken Charakteren wie hier unterwegs bin, da muss ich dann schon aufpassen, dass ich mich nicht von denen treffen lasse, beziehungsweise anstarren lasse, diese Medusen. Ah, oh, natürlich. Eins hat eine Snail-Figurine fallen lassen. Ja. Ich glaube, dann werde ich die letzten beiden Parts einfach zusammenfriemeln. Mal schauen. Oh, Gift... Ach, wie süß. Wobei, das könnte auch diese Pest... Oh, oh. Obwohl, jetzt haben wir hier die Heilkräfte. Verdammt. Geht ihr weg? Er hat tatsächlich vorher nochmal Level abgegeben. Ich find's interessant. Die dürfen, glaube ich, auch Fieber übertragen. Deswegen halte ich mal ein bisschen Abstand. Und Fieber... Ne? Man hat es, glaube ich, im Laufe des Laufes schon mitbekommen. Kann übel sein. Oh, bitte sei ein richtiger Heil... Smogbaum. Verdammt. Leider, leider keine richtigen Heilkristalle. Das könnte noch problematisch werden. Wie viel haben wir denn? Ich würde fast sagen,
Wir geben uns einfach mal Quatsch, ich brauche ja zwei dafür. So. Das heißt, jeder hat jetzt in dem Platz rechts oben, würde ich sagen, Heilkristalle. Ja, Erfahrungspunkte brauchen wir jetzt tatsächlich nicht mehr. Quatsch, Heilkristalle. Diesen... Na? Potion of Resurrection, also dass wir uns wiederbeleben können, falls es dazu käme. Denn viel mehr ist jetzt nicht mehr. Das allerdings hätte ich... kann ich tatsächlich mal mitnehmen. Und sie bekommt wieder ihr Gewehr in die Hand gedrückt. Damit sind wir jetzt eigentlich hiermit soweit durch. Und es folgt... im grünen Lichte... Was hatten wir dann bekommen? Wasser, glaube ich. Und dann Luft. Ja. Und am Schluss in der Feuerfeste haben wir bekommen... Ich speichere aber nochmal ab, nicht, dass mich da jetzt gleich reinbeamt und ich ein Problem hätte. Ja, das möchte ich auf jeden Fall auch noch als Schutz dabei haben. Wobei, man könnte ja spaßhalber mal... Ice Rod brauchen wir nicht mehr. Hatte ich nicht noch einen... Ich hatte auch den Unsichtbarkeitsstab. Dieser Isochronos oder wie der Dinger hieß. Stab. Wo ist der? Habe ich den abgelegt? Ich hoffe nicht. Aber sieht verdammt danach aus. Okay. Ja, ich glaube, ich habe ihn tatsächlich abgelegt. Naja, gut. Sei es drum. Bomben haben wir auf jeden Fall auch reichlich. Wir packen die letzte hinein. Mhm. Jetzt geht's zu den letzten Gefechten. Und ja, das könnte vielleicht nochmal übel werden. Was tun? Ich würde sagen, auf jeden Fall kriegt jeder mal ein Kräutchen zu essen. So uns so ein bisschen zumindest wieder hochheilen können. Obwohl, den können wir eigentlich direkt zum Bärchen machen. Ja, warum eigentlich nicht? So, wir schützen uns. Oh, verdammt. Einer ist direkt weg vom Fenster. Oh, oh. Zwei sind weg vom Fenster. Nicht gut. Ja, ich muss mich hier durchkämpfen, sonst war's das. Und drei sind petrified. Ja. Das war nicht gut. Ja, es ist nichts passiert. Aber wir versuchen das Ganze am besten noch einmal. Aber die so ein bisschen... Alt, das kann ich jetzt. Das war nicht gut. Das laden wir am besten gleich nochmal rein. So, was müssen wir eigentlich machen? Wir können auch mit Feuerbomben um uns werfen, wie irre. Das könnten wir eigentlich auch mal spaßhalber machen. Vielleicht kriegen wir die Medusen auch eingefroren mit Eis. Das wäre auch nicht das Allerschlechteste. Ja, mehr kann man nicht machen. Wir müssen irgendwie versuchen. Ich würde sagen, wir... Okay, jetzt sind wir nur von denen umgeben. Das ist sehr gut. Oh, und Petrified. Das machen wir so nicht.
Wieso aber? Ja, das ist auf jeden Fall eine, ja, eine ganze Wagenladung an Gegners. Wie kommen wir da am sinnvollsten durch? Okay. Am besten so. Gut. Ich würde fast sagen, wir speichern das hier drin einfach mal. Wie viel hatten wir noch? Ah, da können wir es noch dreimal einsetzen. Ja, das sollte erstmal ausreichen. Wobei ich meine, da kommt noch mehr. Aber vielleicht erstmal die platt sind. Das hoffe ich zumindest. Heiltränke, immer gut. So. Ah, Moment. Wir könnten doch einfach ein bisschen mit Gift wieder arbeiten. Oh. Also einen von beiden müssen wir auf jeden Fall wieder fest tackern. Das mache ich so nicht mit. Verdammt. Es wäre möglich, dass jetzt noch mehr Viehzeug kommt. Aber zum Glück haben wir den Staff of Ruling, das heißt, wir könnten auf jeden Fall uns derer erwehren. Ich bin ziemlich sicher, da kommt noch mehr. Ich glaube, man hat es schon gehört. Auch noch ein Doppelpack. Ja, angenehm. Jetzt möchte ich auch mal sehen, ob das funktioniert, ob man die festtackern kann. Natürlich nicht. Ah, ja, genau da. Kundschaft. Verdammt. Ja, ich bin jetzt gerade mal einen Moment still. Sehr schön. Wir haben noch wie viel Nutzungen? Zwei Stück. Das heißt, wir könnten das hier nochmal. Ah, Gift können wir bei dem wahrscheinlich vergessen. Oder ich kann es direkt rechargen, wie man so schön sagt. Ah. Immunity to Petrify. Clever. Ich nehme mal ganz stark an, dass ich das hier vergessen kann. Ja, das wird nur Schaden machen.
Dann nehmen wir wieder den Standard... Standardbolzen, schadenstechnisch. Müssen wir jetzt ein bisschen was auf die Beine stellen. Raum zu manövrieren haben wir ja zum Glück. Jetzt, da das ganze Kleinvieh weg ist. Sollte eben auch so ein bisschen erinnern an die Flut an Gegnern aus dem Hauptspiel. In dem optionalen Bereich in der Pyramide. Brennt er? Ja, er brennt. Finde ich super. So, wir weichen weiterhin fleißig aus. Er hat eben schon ein bisschen Munition mitgebracht. Vielleicht bitte die... scheinen auch nicht immun gegen... Quatsch. Anfällig zu sein für irgendwelche... Elemente. Feuer hilft nicht besonders. Gift logischerweise überhaupt nicht. So, ein weniger. Fast 1000... Fast 1000 Erfahrungspunkte gab das Vieh. Aber kann man das denn einfrieren? Ah, hier ist der Stab. Der Unsichtbarkeitsstab. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch funktioniert. Ich möchte aber zumindest mal gucken, ob ich mir... Geht das vielleicht nicht wegen der Handschuhe? Nein, keinerlei Immunität. Und das bringt auch überhaupt nichts. So, das lohnt sich, glaube ich, zu speichern. Die Frage ist jetzt, Tomb Key. Ja, wieder nur Recharging. Schade, schade. Aber heilen, genau, können wir uns mit dem Ding ja auch. Das nutzen wir doch direkt. Einfach mal, out of energy. Was braucht das zum Heilen? Oh, jetzt sind wir wirklich frei. Also offensichtlich, ja, das hätte ich mir auch sparen können. Ich hoffe, wir kommen wieder zurück. Ja, wir kommen. Und damit... ja, beginnt der lange Weg. Oder auch nicht der lange Weg, aber, ne? Wir bereiten uns abermals vor, würde ich sagen. So, vielleicht. Bei Schilde braucht kein Mensch. ...14 Schuss von denen. Wobei, ich habe mir denn vielleicht noch... Frostpfeile, genau. Sleep Darts. Ja, jetzt, und den machen wir auf jeden Fall zum... Den machen wir zum Bärchen. Aber leider habe ich keinen Geschwindigkeitstrank mehr, aber ich könnte mich stark machen mit dem Horn. So, dann machen wir Folgendes. Wo ist das Horn? Ich habe es doch irgendwem gerade in die Hand gedrückt. Er hat es noch gut. Das wird dann das mit dem Bärchen, das heißt, den machen wir zum Bären
stärken uns vorher, machen ihn zum Bären und werfen dann, schlagen dann wild um uns. Ja, aber wo ist der zweite Schlüssel? Ich kann nur hoffen, dass den tatsächlich jemand hat fallen lassen, weil sonst... Alles klar. Ein weiterer Giftpfeil. Oder bekommen wir jetzt nochmal Ärger? Entweder bekommen wir jetzt wieder Ärger oder die Tür öffnet sich. Oder beides. Meteorschild. Verdammt, wir haben die Latschen nicht gefunden. Das ist natürlich schlecht. Oder haben wir sie liegen lassen? Das kann auch sein. Verdammt. Ja, dann, dann war das keine gute Idee, allerdings. Protection. Fire Shield. Okay. Resist Fire Evasion 12. Protection 7. Protection. Ja, das ist, Evasion Protection. Resist Fire. Ich würde sagen, wir benutzen es einfach. Und hier, leider nicht für uns, der Meteorhammer. Kennt man auch. Heavy Weapons 5, Fire Magic 1. Leider nicht für unseren Charakter. Ja. Das Portal. Ja. Und damit würde ich sagen, beende ich jetzt einfach mal diesen Part. Oder machen wir es direkt jetzt? Na gut, heute ist eh der 31. Das heißt, ich würde sagen, wir machen das heute einfach. Wir machen Nägel mit Köpfen. Ja. Und hier fehlen noch Feuerhandschüchen. Damit ist der Weg zum Drachenreiter geöffnet. Wir speichern abermals, einfach nur, weil ich es kann. Und ich würde fast sagen, wir blasen das Horn. Und wir geben uns hinein in den letzten Bereich. Und wir machen keinerlei Schaden. Warum? Ach, weil es ein Feuervieh ist. Nicht gut. Ach Gott, von denen haben wir auch wieder welche. Ach, herrje. Ach, Fire Shield, genau. Geht das für alle? Ja. Falsche Waffe. Okay. Nein, vielleicht, zu Hilfe. Can't use. Wie bitte? Ja. Okay. Ich würde sagen... Verdammt. Ja. Da kommt ja noch einiges. Das hatte ich ja ganz vergessen. Das war ja schön gestaffelt. Das war schön geschafft. Das heißt, es könnte noch mal ein etwas längerer Kampf werden. Nein, dann würde ich sagen, haben wir hiermit ja, die 100, glaube ich, schon überschritten. Oder es müsste Part 100 sein. Dann werden es also doch mehr. Leider, leider. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Und das nächste Mal sehen wir dann hoffentlich erfolgreich das große Finale. Das hier war also nur die... das Inner Sanctum und das abgeschlossene
Trial Chamber. Ja, und damit sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es danach nie wieder heißt, Legend of Grimrock 2 Mod Falagai Journey. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.